Moin Moin, willkommen zum 48. Part von Darksiders 3. Ja, ich konnte hier nochmal zwei Parts schön lecker schmecker strecken. Und, ist das 47, 48? Ich glaube irgendwie sowas rum. Ich bin so verwirrt, ich habe so gerade das gesehen. Egal! Aber ja, ich konnte noch lecker schmecker hier nochmal zwei Parts schön strecken mit irgendwelchen Nebenaufgaben und Bibabbo-Gedöns. Aber jetzt haben wir endlich, ja, alles quasi, was wir wollen, um nun zum Finale zu kommen. Mal schauen, wir haben ne, 22, 21, 20, Level 61, wir haben alle Fähigkeiten. Wir haben alle Relikte. Die Gnade des Reiters haben wir jetzt auch vom Endboss nochmal voll aufgelevelt, alle Menschen gesaved. Wir haben nochmal hier schön. Na ja, stimmt, wir haben keine. Ja. Egal, wir haben eine Ausrüstung nicht auf ausgewogen gemacht. Scheißegal. Who cares? I don't care. Na ja, stimmt, wir können hier nochmal die ganzen Gefäße aufbrechen. Und sie hat Wolgrim verfüttern. Womit kann dir dies? Das wird uns beiden, wie du willst. Oh, sorge dafür. So. Die Sache ist, wir hatten ja hier einen Rüstungsteil, ne? Und da habe ich mich auch immer gefragt, was da irgendwie los ist. Ne? Ich meine, solche Rüstungen, Darksiders 2, konnte man immer für jedes Teil ne, irgendwie Rüstung holen. So ne, für Brustplatte, für Beine, für Pipapo und sonst was. Und leider in diesem Teil im normalen Spielverlauf kann man sich keine Rüstung holen. Es gibt nur eine Pre-Order-Rüstung, die aber nur kosmetisch ist und die nichts bringt. Und auf dem PC, es gibt extra eine Pre-Order-Rüstung, die auf PS4, Xbox und PC halt anders aussieht. Und die auf PC könnt ihr gerne irgendwo nachschauen im Internet, die ist irgendwie so halt goldbraun, die ist jetzt nichts Besonderes, auch nur kosmetisch. Da habt ihr gesehen, und halt, da habt ihr halt gesehen, dass nur bei DLCs man sich halt andere Rüstung holen kann. Weshalb dieser Rüstungstab eigentlich komplett unnötig ist und es echt sad, weil es halt so ein bisschen anteasert, dass du andere Rüstung dir holen kannst wie in Darksiders 2. Aber nö. Gar nicht. Null. Nicht im normalen Spielverlauf. Deswegen, ne? In der Feuerprobe können wir uns dann andere Rüstung holen. Und im zweiten DLC gibt es dann noch die bekannte Apokalypsen-Rüstung und so. Die ja in Darksiders Teil 1 und 2 ja auch quasi, besonders in Darksiders 1 ja mit Abstand die beste Rüstung war und so weiter. Aber ja, sie schreien, Reiter. Wir werden uns nun endlich zum Finale begeben können, können nun Hochmut, die Arroganz selbst herausfordern. Da bin ich echt gespannt. Ne, ich meine, hier, das ist ja bei der Kirche, das war ja schon relativ so mittig des Spiels oder so. Konnten wir da hingehen, aber Hochmut war einfach zu stark und hatte keine Lust, ja. Wollte gar nicht unsere Herausforderung annehmen. Naja. Aeris oder Aeris. Du gibst dich nun in den finalen Akt. Du wirst nicht mehr zurückkehren können, um Bosskämpfe abzuschließen. Aha. Du wirst nicht mehr zurückkehren können, um Bosskämpfe abzuschließen. Fortfahren? Ja. Los geht's. Ich meine, Bosskämpfe, so DLC, können wir eigentlich immer nachhinein machen. Und halt die Bosskämpfe, alle anderen ne, Auserwählten, haben wir ja schon besiegt. Deswegen keine Ahnung, was jetzt damit gemeint ist. Naja. So. Auf geht's. Ja, witzigerweise finde ich witzig, wir könnten jederzeit auch einfach wieder zurückgehen. Dann hat die Warnung auch keinen Sinn gehabt. Aber egal. Schön, dass wir jetzt urban ist. Na gut, dass man vorher gewarnt wird. Hier ist jetzt hier der finale Turm. Das ist ja auch ein bisschen, ne? Hochmut sieht ja auch mehr so wie so ein Engel aus. Und ist hier auch so mehr so ein himmlischer Bereich. Vielleicht war Hochmut damals auch ein Engel oder so. Deswegen, der sich halt einfach viel zu geil fand. Ich glaube, das wurde auch in dem Gespräch, glaube ich, gesagt. Naja, gehen wir hin, kloppen dem Vieh jetzt aufs Maul hier. Und dann werden wir endlich alle 7 Todsünden vereint haben in unserem Talisman der Sünde. Genau. Ja, Gefangenschaft. Deswegen, unsere Aufgabe war es, alle 7 einzusperren. Im Verlauf unseres Abenteuers wurden wir viele Male von den Todsünden ja, schon quasi versucht, auf ihre Seite zu bringen. Sie haben versucht, uns zu verlocken mit verschiedensten Mitteln, uns von unserer Mission abzubringen. Aber Fury war einfach viel zu dickköpfig und viel zu, ja, jähzornig und wütend.
um halt ja, irgendwie auf die zu hören. Und deswegen werden wir jetzt mal endgültig das hier abschließen. Und vielleicht decken wir auch diese Conspiracy halt auf, ne, die der vorherige Rat uns beschert hat. Ja, das letzte Mal wurde uns nur lachend gesagt, dass wir uns wieder verpissen sollten. Aber jetzt werden wir eingeladen. Und da ist so ein interessantes, ja, interessant mit den offenen Flügeln und so, muss ich sagen, mit dem Schwert. Das ist definitiv ein weibliches Wesen. Selbstvertrauen steht dir. Oh, die Maske abgenommen. Wenn es verdient ist, schon. Du besitzt Stolz. Ich habe noch nie begriffen, wieso Stolz eine Todsünde sein soll. Schade. Die Macht, die du nach Abschluss einer mühsamen Aufgabe verspürst, verleiht dir das nicht neue Kräfte? Du hast großes Potenzial bewiesen. Herausragendes geleistet. Hast du dir dafür nicht etwas verdient? Mag sein, aber nicht von dir. Bevor du einen tragischen Fehler begehst, möchte ich dir ein Angebot machen. Du hast die Welt gesehen. Ihren Zustand. Dir ist sicherlich klar, dass dich irgendwer irgendwo belogen hat. Es gibt keinen Plan. Es gibt kein Gleichgewicht. Es sind alles Lügen. Aber stell dir vor, es wäre wahr. Stell dir vor, du und ich machten uns wirklich daran, der Welt eine Richtung zu geben. Eine Ordnung. Ist das nicht deine wahre Bestimmung? Wir könnten die Macht des Gleichgewichts sein, die die Welt verdient hat. Wir könnten Großartiges bewirken. Es gab eine Zeit, da hätten mich diese Worte überzeugt. Doch damals wusste ich noch nicht, wie hässlich Hochmut sein kann. Danke für dein großzügiges Angebot. Doch wenn jemand diese Welt in Ordnung bringen muss, werden das weder du noch ich sein. Hochmut, Angst, dich selbst anzusehen? Zu Recht. Du würdest nur ein dummes, gebrochenes Spielzeug sehen. Und los geht's mit dem Kampf. Wir sind endlich mächtig genug, um ja, den Schutzschild von Hochmut aufzubrechen und ihr Schaden zu machen. Also ich frage mich, wieso man eher mal sagt, weil ja nur das Konzept der Todsünden genannt wird. Aber ne, sie hat Brüste und alles, eine weibliche Stimme, also ist mir egal, was sie sagt, das ist ein weibliches Wesen. Ende. Ich hätte mal im Voraus, verdammt nochmal. Okay, das war dumm. Das ist keine Ahnung, das bringt gar nichts mehr. Ich hätte einfach im Chorus mal ein paar Stärkungsfragmente und so weiter aktivieren können. Naja. Was? Oh, komm nichts, schon! Was du in deinem elenden Leben erreichst, kann mit dem mithalten, was ich erschaffen habe. Ach komm schon! Na okay, wenigstens. Für wen hältst du dich, dass du mich übertreffen willst? Ich will dich nicht übertreffen, du. Komm, ich pause hier mal. Ich will ein bisschen über das Gesagte, ne, philosophieren und reden. Ne? Die Sache ist ja, wie Hochmut es genau schon wie alle anderen Todsünden vor ihr probiert hat. Außer jetzt Neid, die war auch wirklich ein bisschen geistig verwirrt, würde ich mal sagen. Hat sie ja probiert, Fury zu verführen, so gesehen, auf die dunkle Seite zu ziehen, ihr einzutrichtern, dass ne, sie mit ihr oder ne, in Klammern in Wirklichkeit für sie arbeiten sollte. Und Fury gibt zu, dass, ne, Fury ist ja auch wirklich ein bisschen, so ein bisschen arrogant und stolz gewesen über das Abenteuer hinweg. Aber über das Abenteuer hinweg hat sie ja halt auch alle anderen Aspekte sozusagen halt gelernt und hat auch selbst eingesehen, dass halt, ne, dass es nicht an ihr liegt, dass sie nicht die wichtigste oder die größte ist und sonst was.
Und dass sie, ne, ihren Zorn reduzieren sollte, ne? Nicht so viel Lust auf Macht haben soll, nicht so viel Arroganz. Und sie hat quasi gegen die eigenen Sünden in ihr selbst gekämpft und so, während sie gegen die Todsünden selbst gekämpft hat. Und ja, hat dadurch halt das Angebot abgeschlagen. Und es kommt natürlich so, wie es kommen muss, zum Kampf. Deswegen, so gesehen, interessante Aussagen, ne? Wieder, ne? Versucht wieder, ne? Man versucht wie immer wieder Fury zu verführen. Aber vielleicht ist genau deswegen sie die richtige für den Job, weil sie sich halt trotz allem nichts einreden lässt und ihre Aufgabe gewissenhaft erfüllt. Aber ja, ich versuche jetzt mal, verdammt nochmal, diesen Kampf mal richtig hier zu machen. Ich finde es ein bisschen assi, dass meine verdammte Zorngestalt weggenommen wurde. Oder Chaosgestalt. Aber ja, jetzt wissen wir auch, warum halt beim ersten Aufeinandertreffen, ne, Fury, der Hochmut, keinen Schaden gemacht hat. Du bist kein Gegner für mich. Knick nur ab und wehr dich. Ah, komm, wir haben sie gleich, wir haben sie gleich. Dich selbst anzusehen? Haha, erwischt. Egomanen. Wir haben es geschafft. Hochmut ist gefallen. Hast du mit dem Fürsten des Abgrunds gesprochen? Er wusste es. Auch er war stolz. Erzähl mir vom Rat. Deine sogenannten Meister sind vom Stolz befallen. Sie dienen keinem Gleichgewicht. Wer glaubst du, hat die Sieben aus unserem Gefängnis gelassen? Welchem Zweck dienen wir, wenn es keine Menschen gibt, die wir verderben können? Sag, dass dies nicht wie die Wahrheit klingt. Du kannst nicht abstreiten, dass auch du noch Stolz verspürst, oder? Genug der Bauchpinselei. Erzähl mir alles. Du weißt bereits alles, Herren. Die Ironie ist, dass dein Feind ausnahmsweise recht hat. Du solltest Stolz empfinden, aber nein. Du verspürst nur Angst. Angst der wahren Größe, so nahe gekommen und dann gestürzt zu sein. Sieh, dein Rat betrügt dich. Beobachterin? Immer so hübsch. Ich war immer so eifersüchtig auf dich, Schwester. Nein. Nein. Ah, jetzt verstehe ich. Ganz am Anfang des Spiels gab es den Switcheroo zwischen der Beobachterin und Knight. Oder wahrscheinlich war Knight mehr einfach an die Beobachterin. Ja, oder das war von Anfang an nie ihre wahre Gestalt. Ich verstehe. Das ist in Wirklichkeit Knight. Jetzt mit der gesamten Macht der Sieben. Schade, da hätten wir fast die ganze Wahrheit erfahren. Es hat alles gestimmt. Ja, alles. Ich beneide diese Ignoranz. Ein großes Glück, oder? Weißt du, worum ich dich noch beneide? Deine Macht und dank unserer gemeinsamen Wohltäter gehört diese Macht mir! Hochmut hatte recht. Der feurige Rat hat dich reingelegt. Sie wollen unser aller Tod. Den der sieben Sünden und der Reiter. Nein! Aber ich wusste es besser. Eifersucht wittert Eifersucht.
Ich nahm die Gestalt eines vertrauten Dieners an. Und du, Reiter, wurdest mein Schwert und mein Schild. Okay. Jetzt, da die anderen Sünden beseitigt sind, werde ich den feurigen Rat ein für allemal ausschalten. Erst dann wird die Erde endlich mir gehören. Bad End. Ja, wir wussten ja schon, dass der feurige Rat die Reiter loswerden würde. Das haben wir ja schon Darksiders 1 herausgefunden. Das ist keine neue Info. Aber dass die Beobachterin die ganze Zeit White Knight war, das ist ein netter Schuss. Meine Wollust wollte es uns eigentlich verraten. Aber wir haben nicht zugehört. Du schnarchst. Vielleicht eine gebrochene Nase. Ja, und da ist er. Ich habe mich doch beschwert, wo der Junge ist. Oder der Mann, ja, ne? Na, du warst offenbar fleißig. Keine Ahnung, womit. Außer dich ordentlich vermöbeln zu lassen. Wer bist du, Mensch, dass du so mit mir redest? Ach, ich bin auch bloß ein Flüchtling. Wie du. Aber ich bin nicht stark genug, das Gleichgewicht zu schützen. Das ist deine Aufgabe. Ich habe gelernt, dass ich schwach bin. Tja, vielleicht begreifst du jetzt endlich, wie die Menschen sich fühlen. In einen Krieg hineingezogen, den sie nie wollten. Sich selbst überlassen gegenüber Mächten, die sie unmöglich begreifen oder bekämpfen können. Die ganze Menschheit wurde betrogen. Und doch kämpft sie weiter. Was ist mit dir? Ich bin vom Weg abgekommen. Ich war neidisch. Ich war zornig. Ich war faul. Und noch Schlimmeres. Alles, was die sieben Sünden verkörpern. Und ich habe dafür teuer bezahlt. Anders ausgedrückt, du hast gelebt. Ja. Sehr gut. Endlich bist du lebendig. Und wo Leben ist, ist immer auch Hoffnung. Hoffnung? Mein Kampf mit Neid war demütigend. Jetzt gerade ist sie zweifellos auf dem Weg, den feurigen Rat zu zerschmettern. Und ich sitze auf der Erde fest. Wenn du also von Hoffnung sprichst, Mensch, kann ich dir nicht beipflichten. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein, Haven ist auf Hoffnung erbaut. Komm, sprich mit Ultan. Du wirst schon sehen. Ach, Sam. Vice City. Sorry, ich sag das. Vice City. War ein schönes Projekt. Schaut es euch an, wenn ich es nicht getan habe. Ah, ich frage mich schon die ganze Zeit, woran er die ganze Zeit gebaut hat, der Junge. Aber ja, wäre es nicht gut, wenn Knight den feurigen Grad zerstört? Ich meine, da war er eh auch voll komplett korrupt. Das haben wir auch gelernt durch die Geschichte des Fürsten des Abgrunds. So, und da sind wir ohne unsere Beobachterin. Uns fehlt ein Relikt, welches wisst ihr ja auch. Aber alles andere haben wir noch, nicht wahr? Wir gehen mal mit dem normalen Weg hinab und schauen, was uns erwartet. Wieso haben sie mir geholfen? So sind Menschen eben. Und dass du so viele Überlebende zu uns geschickt hast, hat dir auch nicht geschadet. Alles umsonst. Wir haben dich nicht aus den Trümmern gezogen, damit du jetzt aufgibst. Neid besitzt die Macht der Sieben.
Der Verrat steht dir ins Gesicht geschrieben. Dem Tod überlassen wie nutzloser Abfall. Doch es ist noch nicht vorbei. Hier, nimm. Ein Geschenk vom Fürst des Abgrunds. Es gehört in stärkere Hände als meine. Du weißt nicht, was du mir da anbietest, Reiter. Das kann nicht dein Ernst sein. Ist es von Bedeutung? Ich bin eindeutig unwürdig. Willst du es nicht? Das war nicht für mich bestimmt. Der Fürst des Abgrunds wusste, wen er erwählt. Niemand wird sein Vertrauen hinterfragen. Zumindest ich nicht. Was? Dieser Meilenstein verdient Anerkennung. Wenn du es nicht tust, tue ich es für dich. Okay. Ein Spiegelteil? Ja, mit ein paar Anpassungen. Aber er ist nur für dich. Er führt nur dich zum Wunsch deines Herzens. Ich wünsche mir nur zu beenden, was der Rat begonnen hat. Finde deine Entschlossenheit, Reiter. Nur sie bleibt dir noch. Und du brauchst sie, wenn du Neid aufhalten und deine ehemaligen Meister stürzen willst. Interessant. Ja, da wurde das Relikt nochmal angesprochen. Ich meine, inzwischen... Wie kann mein Hammer zu Diensten sein, Fury? Naja, wir können nochmal die Verbesserung verstärken. Mal sehen, was ich für würde halt sagen, dass wir das nochmal auf nächsten Paar so gesehen verschieben, weil ne, wir haben jetzt 20 Minuten für einen Kampf gegen Knight und dann nochmal die Credits, die dauern ja auch nochmal eine Weile und so weiter. Ihr kennt die Scheiße. So, warte mal, Magieschaden, das Chaos. Okay, 15. Meine Güte. So, schauen wir mal. Sprung auf der Leviathan. Den rüsten wir mal auf. Wie kann mein Hammer. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber so. Jetzt bist du noch tödlicher. Jetzt haben wir den ausgewogenen Leviathan. Löcher mit dieser Waffe, Objekte zu schildern, plus 20, Gesundheitsregeneration pro Minute plus 96. Es beginnt bei, obwohl du mit demjenigen verwandt bist, der mich erschlug, werde ich dir ein wenig helfen. Diese bemitleidenswerten Hindernisse sind sehr leicht für mich. Wo bleibt die Genugtuung bei diesem Unsinn? Ich verstehe es, ne? Ich verstehe, was diese Bemühungen uns bringen. Wir haben diese Welt verwüstet. Bald kann ich Vergeltung üben. Ich bin schwach, ein Schatten meiner selbst. Ich muss meinen Weg zurückfinden. Neues Leben fließt durch meine Adern. Bald werde ich bereit sein. Meine Stärke ist zurückgekehrt. Es ist an der Zeit, nach Erlösung zu streben. Fürchte mich, Tod. Der Leviathan des Stücks wird zu deinem Verderben. Interessant. Interessant. Okay, das war da cool. Da möchte wohl jemand mächtig. Interessant. Viel Glück, Fury. Interessant. Es ist soweit. Ich hoffe, du weißt, wie viel uns das bedeutet. Danke, dass du auf der richtigen Seite der Geschichte kämpfst, Reiter. Das wird dir die Menschheit nicht vergessen. Ohne dich wäre die Menschheit nicht mehr hier, Fury. Vergiss das nicht. Danke, dass du auf der richtigen Seite der Geschichte kämpfst, Reiter. Wir haben Nachricht von deinen Siegen erhalten. Willkommen. Wir wissen, dass die... Willkommen. Bitte wappne... Bereite dich hier... Willkommen. Bereite dich hier gut vor. Wir können uns nicht verpissen, oder? Ja. Oh. Das war dumm. Das war dumm. Ich will nicht, dass der Scheiß abstürzt. Naja, ne? Ich glaube, jetzt mache ich hier mal den Cut vor dem letzten Finalkampf. Wir haben jetzt auch schon 24 Stunden erreicht. Wir haben 24 Stunden Part erreicht. Easy peasy. Fühlt sich an wie 24 Minuten. Und damit sehen wir uns dann im nächsten und letzten Part der Story. Ne? Auch die Maske hat man ja gesehen, ne? Wie Fury ja schon gecallt hat. Hochmut hat auch seine hässliche Seite. Eine schöne, eine hässliche. Ja, ganz kleines Detail. Wir sehen uns. Bis dann.
und ciao.